ist ein schönes Buch. Ja, schon. Ich zeig mal dieses, wie man Menschen braucht, zeig ich zum Hof. Wir schulden das jemand noch. Vielleicht treffen wir ihn eines Tages wieder. Tatsächlich? Ich habe mich schon gewundert, was ihr mit dem Buch wollt. Ja, aber eine alte Geschichte. Naja, also ich war jetzt nicht so überrascht. Wieso? Dass ich Bücher kaufe? Oder? Nee, ich dachte, das würde euch schon interessieren. Nun ja, normalerweise koche ich nicht mit Menschenfleisch, aber... Ihr hattet das Buch ja auch noch nicht. Das ist richtig. Aber ich werde es mir trotzdem nicht zur Gewohnheit machen, Menschen zu kochen. Naja, kann ja auch nur was für besondere Anlässe bleiben. Nein. Aber, wollen wir jetzt gleich in diese besagte Richtung gehen oder morgen erst? Naja, also der Suck ist sehr gefährlich. Es dürfte sobald so langsam dunkel werden, oder nicht? Wahrscheinlich recht. Vielleicht sollten wir es in den frühen Morgenstunden versuchen. In den frühen Morgenstunden ruht in Aranien selbst das Verbrechen. Naja, und am Ende klauen die mir noch mein neues Buch. Ja, das will wohl keiner. Das wäre wahrhaft furchtbar. Ja, finde ich aber auch. Gut, dann könnt ihr euch noch auf ein Bier in der Taverne treffen und dann wieder zurückgehen in Richtung eures eigenen Etablissements, wo Zulamin ein Einzelzimmer bekommt, was das Gröbste hat. Also es ist nicht wirklich gut, es hat halt ein Einzelbett und eine eigene kleine Truhe, aber gut ist was anderes. Da bist du ganz andere Qualitäten gewöhnt und die anderen können dann neben schlafenden Männern in den Schlafsaal gehen, der dann auch gerammelt voll ist. Das kostet natürlich aber mir weitere Nerven. Und ich schlafe natürlich nicht neben Trag. Ist klar. Ja. Du unterschätzt, wie laut der Mann schnarchen kann. Gut, dann werde ich wenigstens nicht in Tiefschlaf sinken, wenn er schnarcht. Zumindest keine Torwalle, die dir nachts die Kehle durchschneiden. Die anderen derweil übernachten wesentlich gehobener. Das kostet natürlich ein bisschen, aber ja, soll der Tarnung ja Genüge tun. Dann könnt ihr am nächsten Tage relativ früh aufstehen, noch bevor die Sonne anbricht. Und Zulamin bzw. Layla kann... Ja, hast du dich wecken lassen, oder? Nö, ich setze auf den Sonnenaufgang. Dann kann Zulamin mit Anbruch der Sonne aufstehen und sich recken und dann die anderen aus dem Zimmer herbeiwinken. So dass er dann unten wieder in diesem Gras sitzt, was natürlich immer noch ein bisschen platt gedrückt ist. So viel Sonne hat er auch noch nicht gesehen, aber ja, vor eurer Feuerschale, die mittlerweile erkaltet ist, könntet ihr dann sitzen und die Gastwirtin bringt euch dann Wasser. Ich habe erstaunlich gut geschlafen in dieser Höhle. Ja, ich bin nur zweimal auf jemanden draufgerollt. Das war ich. Du bist wohl einfach richtig fett irgendwie, oder? Schnauze halten. Ja, wie ist denn schnarchst du nicht mehr so doll? Schnauze halten. Also Zulamin, was machen wir? Layla, was machen wir jetzt? Nun, erst einmal trinken wir unseren Tee aus und dann machen wir uns auf den Weg. Naja, also ich hoffe, wir werden angegriffen. Nun, ich hoffe nicht. Na, weil du ein Weichei bist. Wer würde dich dann angreifen, Trak, der noch alle Tassen im Schrank hat? Deswegen greifen sie uns wahrscheinlich an. Ja, richtig. Das ist nicht gut. Das sagst du. Tja, was soll man machen? Es wird auf jeden Fall Trak helfen, nicht fett zu werden, oder? Richtig, ja, richtig. Ach, du gibst also zu? Nein, also ich laufe regelmäßig und sitze nie nur da und schaue mir meine Hände an. So wie du. Verdammtes horasisches Pack. Ich schaue mir nicht meine Hände an, ich lese. Ja, als ob du lesen könntest. Gut, lassen wir das. Lass uns aufbrechen nach diesem schrecklichen Tee. Ja, dann machen wir uns auf den Weg. Und ich würde vorschlagen, dass wir nicht von der großen Prachtstraße aus in den Zug abbiegen, sondern schon davor. Also, gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Die helfen, oder? Nee, Zulamin führt euch. Okay.
mal wieder, habe das an der Klugheit. Und du kannst euch dann grob die Richtung irgendwie nördlich vom Raya-Tempel, den findest du natürlich, Esplanade des Friedens kannst du dann lang gehen. Du findest zumindest das Maraskana-Viertel. Das soll sich relativ, ja, tatsächlich im Zug befinden. Und zwar alles nördlich vom Raya-Tempel bis zur Hauptstraße. All das ist das Maraskana-Viertel und das schließt auch den Zug ein. Also, ich kann es dir mal zeigen, Störung F. Das ist das Maraskana-Viertel. Da soll er sich irgendwo drin befinden. Und ja, in der Hoffnung, dass man zu dieser frühen Tageszeit noch keine Kabalja antrifft, die einen ermorden möchte. Ja, bevor wir da reingehen, meine ich nochmal leise. Passt auf, dass ihr nichts Falsches sagt. Ihr wisst, diese Maraskana werden es wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und in kürzester Zeit weiß es die ganze Stadt. Bevor du das Viertel selbst betreten hast, findest du auch hier Steckbriefe. Und zwar den gleichen, den wohl auch Gorio de Lazar bzw. Serpentilio bereits gesehen hat. Und zwar Kelbarra. Allerdings sind es nicht nur einer, sondern 2, 3, 4, die allesamt verschiedene Dukatenbeträge aufweisen. 200 Dukaten, 300 Dukaten, 400 Dukaten. Und das ist dann wohl der aktuellste. Ist also innerhalb von weniger Zeit sehr stark angestiegen. Seht mal, Jungs. Das würde unsere Geldprobleme lösen. Naja, aber... Aber schau mal, wie das steigt. Die macht irgendwas ganz Verrücktes. Die wirft bestimmt mit Feuerbällen oder sowas. Ja, steht da, dass es eine Magierin ist? Ja. Ja, Magier. Aber vielleicht, wenn du dich anschleichst. Ja, ich meine... Von hinten. Ja, die meisten Leute denken immer, du bist ihr größtes Problem und achten dann nicht mehr auf alle anderen. Vielleicht... Aber erstmal müssen wir sie ja finden. Hey, was macht ihr da? Guck mal uns die Steckbriefe an. Seid ihr Dukaten lässt sich sehen, oder? Seid ihr Kopfgeldjäger oder was? Naja, eigentlich Söldner, aber naja, ist eine Menge Geld, oder? Habt ihr keinen Auftraggeber? Dann heuert bei einem Händler draußen vor dem Tor an. Die bezahlen gut. Bist du sicher? Lungert hier nicht so rum. Danke für den Tipp. Und geht nicht in den Zug. So. Ja, damit gehen die Wachen weiter. Diese Wachen sind überall gleich, oder? Ja. Aber wenn ich so eine große Holztür vor mich halten würde, würde ich den Feuerball bestimmt überleben. Das funktioniert bestimmt. Ah, diese verdammten Atomen schneiden dich in Stücke, bevor du weißt, dass sie dich die erwischt haben. Naja, auch wieder richtig. Die kennen die vielen Stellen am Körper. Ja. Originelle Tätowierung. Kann sich echt sehen lassen. Ich dachte, Magier wären so Spießer. Ach, schlanke für Götzen. Hat lange halt ich nichts. Die beißen immer. Man stirbt dann. Ja, aber ja, nur weil du immer drauf trittst. Ja, wenn die sich anschleichen, diese verdammten Viecher. Naja, das ist nicht unrecht. Aber nur lass uns in den Zug laufen. Ja, bevor diese Deppen wiederkommen. Einmal links, einmal rechts gucken und dann in den Zug abtauchen. Ja, ihr könnt tatsächlich erkennen, das muss unzweifelhaft das Maraskana-Viertel sein, so wie es beschrieben worden sind, denn auch zu dieser frühen Tageszeit, die Fenster stehen allesamt offen, irgendwelche Wäscheleien, die kreuz und quer gespannt worden sind, und ihr müsstet dann natürlich auch zwischen diesen Wäscheleien abtauchen, wenn dann die Wäsche da aufgehangen worden ist. Es frisst natürlich auch das ein oder andere an Licht, dadurch, dass es eben tatsächlich, ja, wie die Türme sind sie verbunden, nur dass, dass es hier keine wirklichen Türme gibt, sondern einfach nur dichte Häuser, die aneinander stehen. Und der Gestank, wenn abseits von den Hauptstraßen, das ist tatsächlich auch hier. Ähnlich wie in der Schule der Schmerzen fliegen die herum, kräuseln und irgendwie teilweise verbarrikadierte Fenster, die ihr auch erkennen könnt. Alles ist ein bisschen eingefallen. 2, 3 Hunde, die hier vorbei humpeln, als ob irgendwie die Füße von ihnen kaputt gemacht worden sind, und
Ja, könnt euch dann herumtasten. Wirklich viele Schilder oder so, das gibt es nicht. Keine Läden, die ausgeschildert sind, das würde alles über Mundpropaganda funktionieren. Und wenn ihr so die ersten 10 Minuten dann gegangen seid, könnt ihr auch sehen, wie der erste Kopf mal sich aus dem Fenster nach draußen beugt. Ich winke fröhlich. Ich würde mal weit winken, meinen ganzen ausgestreckten Arm. Hallo! Fremde Gs! Ja, ja. Was wünscht ihr denn? Ich würde mein frisch gekauftes Buch hochhalten. Buch. Und was zu essen? Rauschgurke? Was zu essen? Nix Gurke. Buch. Bücher sind da lang. Ich schau mal in die Richtung. Da. Bruderschwester Mulziba und Bruderschwester Neranziba. Oh. Großer Laden. Kleiner Laden. Kleiner Laden. Sind die verwandt? Zwillinge. Oh. Hohen Kroh hat sie auserwählt. Ah, bringt Glück, oder? Immer. Weit laufen. 100 Meter. Links oder rechts? Fragt mal bei Garasap. Der wohnt 3 Häuser weiter, der kann euch das sagen. Okay. Garasap, okay. Und in die Richtung, bei Muldijian gibt's Groschgurken. Frisch aus Maraskan. Oh. Vielen Dank. Wie heißt du übrigens? Ich bin Endoran. Ich grüße mal den Multibar von euch. Hey, Ferugian, hast du schon gehört? Die Fremdigis wollen Rauschgurken kaufen. Lass uns gehen. Ja, jetzt strecken sich auch mehr und mehr Köpfe aus den Fenstern heraus. Ihr wollt zu mir? Ich bin Garasap. Ja, ja, du weißt, wo das Buch ist. Ja, die Gasse da. Frag nach Xandaran. Kleiner Laden mit den Auserwählten von Gorngur. Endoran hat das bereits gesagt. Multibar, Rantibar. Geht in die Richtung. Da wohnt Xandaran. Der kann euch weiterhelfen. Wir suchen Multibar. Wissen wir schon. Also da hinten lang? Geht zu Xandaran. Xandaran, okay. Wo der? Ja, sie deutet wieder aus dem Fenster auf ein anderes Haus, was irgendwie 2 Straßen weiter steht. Und da kannst du dann auch sehen, dass da wohl irgendwie schon dir jemand entgegenguckt und euch heranwinkt. Und so könnt ihr euch durch die Gassen des Maraskana-Viertels im Zug vortasten. Von Xandaran werdet ihr vorbeigeschickt zu Al-Rechjan, zu Anarijit und zu Orech, bevor ihr dann vor einem maraskanischen kleinen Laden steht. Irgendwie ein Verschlag, ein paar Lichter gibt es wohl, die dann nach draußen führen, aber wirklich ausgeschildert ist es nicht. Es riecht direkt auch vor dem Gebäude, auch trotz der Tageszeit, nach einer Druckerei, also nach Holz, nach Tinte, nach Farbe. Ihr musst so fragen, glaube ich. Dann klopfe ich mal kräftig gegen den Türstock, ja, und werfe einen Blick ins Innere. Direkt vor dem Buchhändler liegen allerlei Flugblätter, die wohl auch Steckbriefe sind. Und zwar alle das Gleiche. Alle suchen sie diese merkwürdige Kelbarra mit dem Schlangentattoo. Kannst du dir so einen Stapel wegnehmen? Das sind sicherlich 200 Exemplare von diesen Flugblättern. Ist auch eine Person da? Vor dem Haus selbst nicht. Du siehst halt wie mehrere Köpfe, die jetzt entgegengucken, und alle deuten auf das Gebäude und die Tür ist selbst zu. Aber die Flugblätter sind irgendwie davor? Die Flugblätter liegen davor, genau. In so einem kleinen Kasten, so einem kleinen Kistchen. Dann nehme ich mal einen raus. Ja. Das scheint ja echt richtig scharf zu sein auf die. Wer weiß, dass sie ausgefressen hat. Lass uns hier eingehen. Ja. Ja. Drin riecht es natürlich noch mehr nach Holz, nach Druckerfarbe, nach Tinte. Und ja, ihr könnt 2 Maraskana kennen. Einen glatzköpfigen, etwas dickeren Menschen und einen in einer Seidenrobe gehüllt mit langen Haaren. Der erste von beiden hat wohl eine ziemlich große Brandnarbe im Gesicht. Vielleicht ein bisschen größer als das von Abelmir.
und wirkt so ein bisschen abwesend oder scheint euch extra zu ignorieren, während der andere dann seine Arme ausbreitet und euch willkommen heißt. Ah, Effendis. Ah, seid gegrüßt. Haben wir euch endlich gefunden? Ja, ihr wurdet bereits angekündigt, Fremdigis. Kommt heran. Bruder, Schwester Mulziba, Bruder, Schwester Neranziba. Seid ihr diejenigen, die diese ganzen Flugblätter drucken? Das sind wir. Wir sind ja wirklich überall. Wisst ihr, was das für eine Frau ist? Sie wird gesucht. Wir haben viel Geld bekommen, dass wir diese Flugblätter drucken, also tun wir es. Ja, Magierin. Muss im Haufen wert sein. Ist es in Ordnung, wenn ich einen einstecke? Sicherlich. Ja, danke. Aber eigentlich sind wir aus einem anderen Grund da. Und zwar, das hört sich ein bisschen komisch an. Also, ich habe da diese Auftraggeberin. Und die war hinter einem bestimmten Buch her. Und zwar von dieser Niobara. Aber jemand hat sie vor der Nase weggeschnappt. Aber sie konnte noch rauskriegen, dass es in Elborum gekauft wurde. Und zwar, naja, denke ich, in eurem Laden. Könnt ihr mir dazu was sagen? Oder habt ihr vielleicht noch mehr von dieser Frau? Von Niobara? Ja, also muss irgendeine super seltene Ausgabe gewesen sein. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Nun, da seid ihr wohl richtig bei uns. Wir verfügen über viele seltene Ausgaben. Echt? Was habt ihr denn da? Wir sind Buchhändler und Experten für Kalligraphie, Alchemie und Buchdruck. Wir haben seltene Bücher und deswegen kommen die Menschen zu uns, Fremdigi. So auch ihr. Jojo, und habt ihr noch sagen? Was mögt ihr denn haben wollen? Von Niobara? Nö, von der Prinzessin wollen wir nichts haben. Ich zumindest nicht. Er zieht so ein bisschen die Augenbrauen zusammen. Prinzessin? Ich glaube nicht, dass sie eine Prinzessin ist. Eine Heilige. Naja, also wie gesagt, dieses eine Buch ist unserer Auftraggeberin durch die Lappen gegangen. Aber habt ihr vielleicht irgendwas anderes, was sie interessieren könnte? Also, wenn sie sich für Niobara interessiert? Nun, verbotene Zaubereien, Alchemikus. Wir haben viele Dinge, auch sternkundige Sachen. Aber die sind ja dann wohl nicht verboten, oder? Nein. Habt ihr was richtig Verbotenes, was richtig Schlimmes? Zulamin, du kannst mal eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Und Abelmir und Trak, du kannst, nee, eine Sinneschärfeprobe. Also Zulamin, du siehst, dass Mulziba wirklich ein guter, er ist kein Schauspieler, aber diese Freundlichkeit ist aufgesetzt, wenn er mit euch redet. Eigentlich, also er ist halt derjenige, der sich halt jetzt mit diesen Fremdigis abgeben muss, die offensichtlich nicht lesen können und die nicht wissen, was sie suchen. Und das zieht gerade sehr an seinen Nerven. Das ist für einen Maraskaner ist das ungewöhnlich. Für einen Buchhändler ist das auch ungewöhnlich, aber seine Freundlichkeit ist aufgesetzt. Und Abelmir, du kannst erkennen, wie der andere von den beiden Buchhändlern, der sich dir erstmal abgewandt hat oder irgendwas an seiner Buchpresse gemacht hat, dich jetzt mittlerweile mustert und seine Augen haben kurz unter einem Odem geleuchtet. Okay, das ist ein Fünfer-Schwert, wie gesagt, was immer ihr macht. Ja. Aber auf dem ungezielten Odem taucht er gar nicht auf. Ich fürchte, das findet hier keine Anwendung. Wenn er sich speziell Abelmir angeschaut hat. Also er ist ein Nachtwind, er ist ein Experte darin, Magier zu erkennen. Und du hast ein Seil um deinen Bauch geschlungen. Das Seil trägt er unter der Kleidung. Genau, kann man nicht sehen. Trotzdem, ja. Also er hat seine Augen leuchten unter einem Odem gerade. Also wenn er mich speziell betrachtet, dann ja, ungezielt nicht. Mhm, gut. Er hat übrigens auch eine verhüllte Aura. Warum kauft ihr bei Nachtwinden ein? Weil wir es können. Damit Schwung in die Sache kommt. Weil die gute Bilder haben.
Keiner dieser Gründe war gut. Nun, entschuldigt. Ich glaube, dass Schwester Hesinde euch in den falschen Buchladen geführt habt, wenn ihr offensichtlich nicht wisst, was ihr sucht. Naja, also, wir sind natürlich nicht so gelehrt, aber unsere Auftraggeberin schon. Kommt aus Anchopal, müsst ihr wissen. Wie viel Geld habt ihr da mitgebracht, Effendis? Nun, wir sollen erstmal in Erfahrung bringen, was ihr denn im Angebot habt. Und dann würden wir ihr das weiterleiten. Und sie kümmert sich dann um die Summe. Sie ist bereit, große Summen dafür auszugeben. Bei unseren Originalen geht es nicht nur um den Inhalt, sondern auch darum, wie es aussieht. Seht dieses Werk beispielsweise. Dabei tritt er an ein Buch heran, was er aus dem Alchemikum-Kasten herauszieht. Er schlägt es an einer beliebigen Seite auf. Seht hier, diese Zierleiste. Oben und an dieser Seite und den ledernen Einband schlägt das wieder zu. Die Symbole der Elemente, die hier eingebrannt worden sind. Damit werden euch gänzlich neue Wege der Alchemie eröffnet. Und zwar ohne, dass ihr dieses Buch aufschlagt oder dass ihr es lest. Alleine durch den Einband und durch das Papier. Das heißt, wenn ihr einfache Werke über Alchemie, über Sternenkunde erstehen wollt, dann seid ihr sicherlich in einer Hesinde-Bibliothek besser aufgehoben als hier bei uns in diesem Laden. Nein, nein, an den normalen Sachen hat sie kein Interesse. Sie ist hinter wertvollen Originalen her. Also das klingt schon richtig, was ihr da sagt. Nun, wie viele hunderte Dukaten habt ihr denn mitgebracht? Naja, dabei haben wir nicht so viele. Vor allem tragen wir sie nicht in den Zug hinein, müsst ihr wissen. Da man ja von allen Seiten davor gewarnt wird. Dass man hier ausgeraubt wird und so. Nun, da mögt ihr recht haben. Also hier. Magicae Rebus Optimus. Das ist ein Buch von Niobara, was sie geschrieben hat. Es ist mehr als 500 Jahre alt. Das klingt wirklich faszinierend. Und was wollt ihr dafür haben? Also ein grober Rahmen, damit wir es unserer Auftraggeberin sagen können? In diesem Zustand 800 Dukaten. Ja, das ist mehr, als ich in meinem ganzen Leben verdienen werde, aber ich glaube, sie würde das hinlegen. Vielleicht könntet ihr mir eine Liste machen, dass ich ihr die Liste weiterleiten kann. Und ihr wollt nur Originale haben? Dann ist die Liste kurz, aber es gibt ein weiteres Buch. Schwarzer Rosensaft und andere Gifte. Gut. Also wurde verfasst von Niobara und einem anderen Magier. Er spuckt das Wort dabei fast aus. Alrek Terillion. Ihr scheint nicht viel von diesem Mann zu halten. Ich hatte generell nicht viel von Magiern. Ah, das ist es. Naja, kann ich verstehen. Weiß man nie, woran man ist, oder? Genau. Ja, die alten Fingerschnipser, die können nichts. Also, das sind die beiden Bücher. Ein Buch von Niobara und eins von ihr mit ihrem Lebensgefährten. Woher sollen wir wissen, dass sie uns nicht unsere Zeug verkauft, was gar nichts wert ist? Wie ich bereits sagte, guckt euch den Einband an. Wir kennen uns nicht aus mit Büchern. Deswegen sollte eure Auftraggeberin selbst kommen. Gut. Ja, ich glaube nicht, dass sie selber anreisen wird, aber wahrscheinlich wird sie einen Experten beauftragen, damit er sich ein Bild machen kann. Dann solltet ihr diesen Experten das nächste Mal direkt schicken. Gut, dann habt Dank für die Liste, auch wenn sie nur sehr kurz ist. Ich bin sicher, selbst zwei Werke sind auf so einer Liste bemerkenswert. Ich bin sicher, sie wird sehr zufrieden sein. Hey, Fremde G. Großer Fremde G, weil dann bin ich das. Ja, kannst sehen, wie der dicke, glatzköpfige wohl Abel mir angesprochen hat. Was? Mögt ihr noch einen Preis zu dem zweiten Buch notieren? 600 Dukaten. Dabei blickt er so ein bisschen abwesend in Richtung nach hinten zu seinem Bruder. Von welcher Akademie kommst du? Ich? Keine Magier. Sollst du rumlaufen hier im Zug oder was?
Ihr müsst meinen Bruder entschuldigen. Ja, schon gut. Kann ja nichts dafür. Entschuldigt ihn vierfach. Er hat das nicht so gemeint. Ja, gestern Abend haben sie ihn auch schon beleidigt, dass er lesen könnte. Also ich finde ja nicht, dass das eine Beleidigung ist, aber naja. Ist wichtig, Verträge zu lesen, wenn du unterschreibst. Ja, aber das wird diese Herren hier nicht interessieren. Wahrscheinlich nicht. Also einmal 800 und einmal 600. Gut, damit können wir was anfangen. Zulamin, du kannst erkennen, wie eine Zornislinie, eine Jähzornislinie auf der Stirn von Neranzipa pocht. Und er blickt Abelmir an, als würde er ihn gerne auffressen wollen. Ja, Zulamin sagt dann, gut, dann war's das. Und wir wünschen euch noch gute Geschäfte. Euch auch, Fremdigis. Dann schauen wir mal, ob wir heil aus diesem Buchladen hinauskommen. Ja, ihr könnt den Buchladen verlassen. Seht dann wohl auch, wie weitere Gesichter euch aus den Gassen entgegengestreckt haben. Die Stadt ist, also nicht die Stadt, aber dieses Viertel im Zug ist auf alle Fälle erwacht und hat von eurer Anwesenheit so oder so jetzt erfahren. Und man deutet bereits in die nächste Richtung, damit ihr dort Rauschgurken essen könnt. Habe ich mitbekommen, dass er den Odem gewirkt hat oder habe ich gar nicht mitbekommen? Du hast deine Sinnschärfeprobe geschafft. Er hat sie nicht gesagt, den Odem Arcanum, also seine Augen haben geleuchtet, als hätte er einen gewirkt. Ich glaube, wir sollten die verschwinden. Ja, ich glaube, der Dicke mochte dich nicht. Ja, ich denke, da steckt mehr dahinter. Ich fürchte, wir haben eventuell die Nachtwinde gefunden, zumindest einen von ihnen. Das heißt, möglichst schnell raus aus dem Zug? Ja. Okay. Vielleicht sollten wir uns eine neue Herberge suchen.